Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, ich habe so ein Murmel-Ding-Spiel gefunden, also so eine Murmelbahn in Roblox halt. Fand ich ganz gut. Ich dachte, wir spielen es jetzt. Ich spule es immer, also ich lasse es jetzt immer schneller abspielen, aber werde immer noch normal dazu reden. Das heißt, ihr seht das jetzt immer schneller und ja, nicht, dass ihr euch wundert halt, ne? Ja, also ihr seht halt, dass es sehr unnormal schnell ist. Es ist halt doppelte Geschwindigkeit. Und ja, ich wollte halt nicht eine 20-Minuten-Folge haben. Und ich habe die Enden auch rausgekürzt, weil man unten halt 10 Jahre warten muss, bis man auch wieder zurück kann. Und ja, ich muss die erste Map halt, Entschuldigung, wenn ich so leise rede. Ich wollte die erste Map gerade gut bewerten und dann werde ich zu einer anderen Map. Ach Digi, das macht keinen Spaß. So, zweite Map, ich spiele jede, also zweite Murmelbahn, ich spiele jede einmal durch. Nicht, dass ihr euch wundert. Ja, die zweite Bahn ist einfach nur runterrollen. Ja, es ist halt einfach wirklich nur runterrollen, wenn nicht. Dritte Bahn, yay. Ach so, vielleicht ist es den einen oder anderen schon aufgefallen, aber wie ihr wisst, habe ich ja jetzt ein neues Logo. Also nein, also vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Ich habe ein neues YouTube-Logo, ich blende es euch hier ein. Ich fand das eigentlich ganz cool und da habe ich das genommen. Ja, nicht, dass ihr euch wundert. Also ja. Natürlich, habe ich das alte Logo nicht vergessen. Ich wollte also das mit mir. Ich wollte aber einfach nur ein neues haben, weil ich fand das alte jetzt ist, sag mal, ein bisschen ausgelutscht. Und ja, da habe ich einfach das genommen, weil ich das ganz cool fand. Es wäre ganz cool, wenn ihr eure Meinung in die Kommentare schreibt. Und ja. Nur dass ihr es wisst halt. So, wir gehen in die nächste Runde. Das Problem ist halt bei den Maps, dass sie halt immer von anderen Maps abkommen. Also immer von der eigentlichen Murmelbahn abkommen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man einfach viel zu schnell ist. Das hat der Entwickler einfach nicht beachtet. Das hätte der Entwickler auch wirklich beachten müssen. Weil ich dachte, cool, das Spiel spielen 2,4000 Menschen. Da dachte ich natürlich, dass der Entwickler sowas beachtet hat. Aber hier hat man ja auch wieder gesehen. Er hat es nicht beachtet. Das ist ein Wunsch an die nächsten Strecken. Also nee, wirklich, bitte an den Entwickler, beachte erstmal bitte, dass du das wirklich so, es ist jetzt keine Kritik, aber dass die halt wirklich nicht so schnell sind, weil es ist halt, die kommen halt schon sehr oft von der eigentlichen Murmelbahn ab und ja. Dann gibt es auch manchmal Spoiler zur nächsten Murmelbahn, wenn man einmal komplett durchmacht. Ja, das war so. Ja, halt. Wir haben circa die Hälfte geschafft. Und ja, mir fällt gerade auf, wir haben nur noch 4. Natürlich. Easy going. Let's go. Ah, Digga, jetzt ist noch diese Kackerfrau vor mir. Ja, ich habe nur Kackerfrau gesagt, weil die halt braun ist. Also nicht böse nehmen, ne? Nicht, dass ich irgendwas Falsches sage. Konnt ihr es gerade erkennen? Also das ist, ich habe gerade irgendwie aus Langeweile so ein Vorspann aus so einer Serie, also so ein Titellied gesummt. Könntet ihr es erkennen? Schreibt es in die Kommentare. Der richtige Kommentar, also der erste Kommentar, der ist richtig hart. Ihr werdet eh wieder keinen Kommentar schreiben, ich weiß das. Den pinne ich an. Ja. Ich dachte, das ist ganz cool. Jo. So, endlich fertig. So, nie neuer. Das ist auch sogar schon einer der letzten. Und die ist krank.
Ach stimmt, ich habe ja vorgespult. Trotzdem ist die schon schnell. Und schon wieder abgekommen. Und ihr wolltet mich gerade verarschen. Ich stuck hier. Sind hier ernsthaft stuck? Wollt ihr mich verarschen? Was ist das denn? Egal. Mach mal einfach. Ich würde sagen, wir machen den White einfach nochmal, weil wir halt stuck waren. Deswegen machen wir es einfach nochmal, oder? Let's go. Ich werde wahrscheinlich genauso wieder abkommen wie gerade eben. Aber ich hoffe, dass es diesmal halt klappt. Ja. Hab einfach alles übersprungen, natürlich. Ja. Nächste Bahn. Das ist die vorletzte. Und wir fahren die natürlich auch. Das ist einer der neuen Bahnen, wo ich natürlich hoffe, dass der Entwickler das beachtet hat. Nein, hat er nicht. Dass man rausfahren kann. Und jetzt bin ich wieder bei der roten Bahn. Nein, ja, hab keinen Bock. Nee. Die rote Bahn mache ich nicht. Die rote Bahn ist so, dass man dann 10 Stunden einmal im Kreis ganz unten. Ganz unten dauert das immer, bis man in die Mitte ist. In der Mitte. Und dann geht man halt einmal im Kreis und da habe ich keinen Bock drauf. Nothing. Also ich habe da wirklich keinen Bock drauf. Es ist halt immer ein Cut, weil ich will euch das nicht zeigen, dass das halt so lange dauert. Weil das dauert so 10 Minuten der Folge, macht das so aus vielleicht. Ja, und deswegen habe ich das rausgecuttet. Das ist die neueste Bahn. Wir gucken, ob er es hier wirklich beachtet hat. Bisher sieht es natürlich ganz gut aus. Wir sehen, hier gibt es 2 Trichter untereinander. Und dann nochmal so einen Flipper. Bisher das ganz gut beachtet. Es gefällt mir bisher bisher ist es das Beste. Wenn es jetzt noch nicht schlecht wird. Bitte lass du jetzt nicht abkommen von mir. Bitte nicht. Ich glaube, das ist extra so, oder? Nee. Man sollte eigentlich. Ah, oh, Digga. Ich habe sie gelobt und dann haben sie mich enttäuscht. So ein Trick. Oh mein Gott. Ja! Zum Glück bin ich gleich in der Mitte. Du brauchst keinen Cut machen. Ja, das waren alle. Meinung zu diesem Spiel. Das Spiel ist eigentlich ganz cool, macht Bock. Das Problem ist halt, dass man halt nicht in der richtigen Linie drin bleibt, sondern halt immer woanders hingeht. Da kann man das nicht so erkunden, sage ich mal. Warte mal, Gameboy. Wow, ich kann spielen. Was muss der machen? Wo kann springen? Wo kann springen? Ah, natürlich. Ja, okay. Auf jeden Fall, ja. Es ist halt blöd, dass man halt nicht alles sehen kann. Und unten dauert es einfach viel zu lange, bis du es wieder hast. Das dauert einfach. Das hätte man auch schneller machen können. Und ja. Aber sonst gefällt mir das Spiel eigentlich ganz gut. Puh, was kann ich noch? Soll die rutschen? Hier rutschen, da rutsche ich auch mal. Natürlich klappt es bei mir mal wieder nicht. Oh, ja, chillig. Ciao, Leute.